Naja, also Arier sind doch eigentlich Leute, die in Deutschland geboren sind und deutsche Eltern haben. Also so. Also, wo hast du das gelernt? Ich glaube, ich habe das gehört in der Schule. Ja. Ich suche Arier. Sind Sie ein Arier? Deutscher bin ich. Sie sind Deutscher? Ja. Und sind Sie ein Arier? Ja. Ja? Ja. Ein Waschechter? Ja. Das ist ja toll, weil jetzt finde ich endlich mal einen. Ja. Können Sie mir ein bisschen was über Arier erzählen? Die Arier sind von der germanischen Rasse. Ja. Die sind die reine, von Indien kommt jetzt die Arier her, hier, ja, von Indien und von den Germanen. Schlafen und dieses. Mehr weiß ich nicht davon. Ja. Also, der Ursprung der Germanen sind die Arier? Ja, jein. Jein, das ist in Verbindung immer gebracht worden von den Nationalsozialisten auch. Ja. Aber Sie sind ein Echter? Ja. Ja. Haben Sie da auch vielleicht so einen Stempel für oder einen Ausweis? Ich habe keinen Ausweis. Ich weiß, mein Vater hat damals, wo er eine Lehre anfangen wollte, 1941, hat er einen Arier-Nachweis gebraucht. Ja. Ich habe gelesen, dass führende Nazis wie zum Beispiel Rudolf Hess und Alfred Rosenberg gern gesehene Gäste bei der völkisch-antisemitischen Thule-Gesellschaft waren. Dort versammelten sich selbsternannte Ariosophen. Mit esoterischen Argumenten hielten sie die Überlegenheit der arischen Rasse hoch. Auch heute gibt es Anhänger von mystischen Theorien über Arier. Und so einen darf ich treffen. Mein Name ist Stoll, Axel Stoll. Ich bin promovierter Naturwissenschaftler. Bin in allen Naturwissenschaften zu Hause, mit einer ganzheitlich vernetzten Denkweise. Und sind Sie auch ein Arier? Ja, natürlich. Ich bin germanischer, deutscher Herkunft, das alles. Mhm. Mein Vater war hoher Militär. Und im Zweiten Weltkrieg ja auch freiwilliger zur SS. Mein Vater muss den Arier-Nachweis herbringen. Das ist interessant, fast alles Militärs. Und Ihre Familie hatte so einen Arier-Nachweis? Ja, mein Vater, ja, natürlich. Alles Militärs. Und das ist auch die Ursache dafür, da ich mich sehr gut in Militärtechnik auskenne. Ich liebe die Wahrheit und auch den Nervenkitzel, auch in der Wissenschaft. Hier die reichsdeutschen Flugscheibenentwicklungen, wie man das hier sieht. Ja, das sind die anfänglichen Formen. Da gab es noch Flugschreiber 1, 2 und 3, Modell 1, 2, 3. Und das sind Haunebu-Flugscheiben, gab es verschiedene. Haunebu? Ja, der Name Haunebu. Hauneburg kommt irgendwie aus dem Nordischen, die Abstammung. Weil da ist ja ein Hakenkreuz drauf. Ja, das war bei den ursprünglichen, ja. Nicht, der Mond ist besiedelt, der Mars ist besiedelt und noch einige Planeten mehr. Vermutlich auch einige andere Fixsternsysteme. Aber das ist die Vermutung. Naja, aber das würde ja bedeuten, der Mond und der Mars wären besiedelt von Nazis. Das ist richtig, die Rückseite, ja. Haben Sie denn schon mal ein UFO gesehen? Ja, mehrere. Wo denn? Hier im Berliner Raum. Mehrfach. Das sind energische Flugmanöver. Die Bewegung, also energische Manöver. Zack, zack, zack. Und da sitzen die Arier drin? Da sitzen sie drin, ja. Richtig. Und wo kamen jetzt die Arier her? Vermutlich, aber das ist eine Vermutung, beweisen kann ich es nicht, da würde ich mich hüten, vom Aldebaran. Von diesem Sternensystem? Von diesem Stern im Hauptdeutsch, die ist 68 Lichtjahre von uns entfernt. Naja, mit Überlichteffekten ist das ein Katzensprung. Also die Arier sind quasi gar nicht hier auf dieser Welt geboren? Gar nicht auf dieser Erde geboren. Tja. Ja. Es gab im Deutschen Reich die sogenannte Vril-Gesellschaft. Und da gab es transmediale Kontakte zum Aldebaran mit den Vril-Damen. Die langen Haare einer Frau, das wissen die wenigsten, fungieren als Sender und Empfänger. Durch die Haare durch? Durch die Haare durch, ja. Aber nur durch die Frauenhaare? Warum? Durch die Männerhaare auch, aber völlig unvollkommen. Da kommt Murks heraus. Und ja, was natürlich. Ist jetzt mit meinen Locken? Geht das dann auch? Nee, das ist zu kurz, das Haar. Tut mir leid. Nee, aber weil es ja im Kreis wächst. Und das würde auch gehen, aber verstümmelte Information. Ja, das ist, weil das Magnetfeld ist in den Frauenhaaren auch deutlicher ausgeprägt. Und geht das bei Ihnen auch? Nein, verstümmelt kann man vergessen. Warum? Weil das Magnetfeld des männlichen Haares schwächer ist wesentlich. Wie ist denn das jetzt mit dem Wissen der Arier? Sind die schlauer? Was haben die für eine Intelligenz? Hoch, sehr hoch. Und wären andere Menschen auch in der Lage, solche Flugscheiben zu fliegen?
Ja, wenn man sie richtig unterrichtet, ja, gehe ich davon aus, wenn die Menschen genügend Grips haben, Verstand, physikalisches Verständnis, denke ich mal auf alle Fälle ja. Und Ihre sogenannten Arier, würden die auch zum Beispiel mir das beibringen? Sicher. Ja? Wenn du mir das erzählst. Kein Problem. Aber die gucken sich was, das aus. Sind keine Rassisten? Nein, nein. Und bei den Ariern auf Aldebaran, gab es da auch Schwarze? Nein. Das, also sagen wir mal so, entzieht sich meiner Kenntnis. Möglicherweise, die hatten mit Nachbarplaneten auf Krieg geführt. Die wurden ja alle, sagen wir mal, schwarz, weiß und die asiatische Rasse, sagen wir mal, extraterrestrischer Natur, Strafverband auf diesem Planeten. Dieser Planet ist ein Strafplanet, auf die alle gelandet sind, die sich nicht an die universalen Gesetze des Universums gehalten haben. Daher die vielen Rassen. Und das macht natürlich auch Sinn. Ob das mal stimmt. Ja, das muss man natürlich wissen. Im Moment weiß ich nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Die ganze Sache mit den Ariern wird immer verworrener. Jetzt können nur noch waschechte Fakten helfen. Also das Arische ist ein Begriff, oder der Arier ist ein Begriff, der in der Sprachwissenschaft durchaus seine Bedeutung hat, aber eben kein Begriff sein kann, der Völker beschreibt. Und wenn, dann ist er sowieso nur im Osten, in Indien und Iran zu Hause und nicht in Europa. Das heißt also, die Rassenkundler haben sich diesen Begriff aus der Sprachwissenschaft genommen und haben ihn eben auf Völker, nicht zuletzt auch in Europa, angewandt. Diese Vorstellung von Rassen, die zunächst durchaus auch in wissenschaftlichen Kreisen gepflegt wird, wird immer mehr popularisiert. Also es wird immer volkstümlicher, wenn man so will. Und es gibt Leute, die sich ganz intensiv damit beschäftigen, mit der Geschichte dieser Rassen. Und einer, der das in ganz besonderer Weise tut, ist ein französischer Graf, Joseph Arthur de Gobineau, der Mitte des 19. Jahrhunderts eben diesen Begriff Arier aus der Sprachwissenschaft übernimmt in die Rassenkunde und die Arier zu einem Teil der weißen Rasse macht. Das heißt also, dass die Deutschen gar nicht die Arier sind? Nein, ganz zweifellos nicht. Die Deutschen haben mit den Ariern überhaupt nichts zu tun. Weltweit gibt es nur zwei Regionen, in denen dieser Begriff Arier wirklich quellenmäßig nachzuweisen ist. Ist das alte Indien und das ist das alte Iran. Es ist dann so, dass dieser Begriff Arier eben auch benutzt wird von den Bewohnern dieses Landes für die Bezeichnung ihres Landes. Also Iran heißt eigentlich wörtlich übersetzt Land oder Reich der Arier. Also, die deutschen Rassenkundler haben sich von dem französischen Grafen Gobineau mit seinem Buch Der arische Mensch beeinflussen lassen. Hitler hat dann den verfälschten Arier-Begriff in Mein Kampf übernommen und zum Rassenwahn ausgebaut. Und jetzt sitze ich hier, suche die wahren Arier und trage Kopftuch. Ich habe keinerlei Beweise der Existenz der Arier in Deutschland gefunden. Außer den Aussagen von Hitler und seinen Nazis gibt es nichts. Keine Steininschrift, keine alten Ariergräber, nichts, gar nichts. Auf meiner langen Reise kann ich hier endlich mit eigenen Augen den in Stein gemeißelten Beweis über Arier sehen. Der Großkönig des persischen Achämenidenreichs, Darius I., hat dort oben, man kann es kaum noch lesen, vor 2500 Jahren sein Vermächtnis an die Welt hinterlassen. Der iranische Archäologe Dr. Askari kennt die alte Inschrift schon fast auswendig. Man Dariush Shahe Bozorg, Shahe Shahan, Shahe Kishwarhaye Shamele Hamiye Guneye Mardom, Shah Darin Zamine Bozorge Durodras, Pesare Vishtas, Vishtas Be Hachabaneshi, Parsi. پسر پارسی، آریایی، دارای نژاد آریایی. And is there any evidence of Arya
or Aryans in Germany? Not in Germany. It's as a tribal. Ridiculous. Really. And unfortunately, I don't know why, how misuse this word for the war, for the racing race. It is as a joke for the race. من یک پیام برای نئونازیسم ها دارم، ولی شما میدونید ما در ایران، در تمام تاریخ ما در ایران، یهود، مسیحیت، زرتشتی و مسلمان در کنار هم دیگه زندگی میکردن. این فکری که برای نئونازیسم از آریایی متصور شدن، این فکر بنیانش غلط هستش.